Wunder, dass wir beide uns noch mal sehen. Das hätte ich nie gedacht. Dieses Wiedersehen hätte es ohne den Mut ihrer Eltern in der NS-Diktatur nicht gegeben. Als kleiner Junge musste sich Hans Kahrt mit seiner jüdischen Mutter vor den Nazis verstecken. Hier fanden sie Unterschlupf in diesem inzwischen renovierten Bauernhaus in Hans Geburtsort Groß-Schönebeck. Ich bin Brigitte Hübner, habe hier gewohnt, gleich oben drüber. Die Familie Kahrt, die hat in dem Nachbarhaus gewohnt. Und mein Vater hat immer gesagt, helft. Der ist von seiner Mutter so erzogen worden, Hilfe ist angesagt. Und da hat mein Vater gesagt, pass auf, heute Abend rücken wir hier die Bretter auseinander, dann kommt ihr hier rüber, nicht über die Straße, dann könnte euch jemand sehen. Und dann sind sie hier rüber gekommen. Nur dank Familie Hübner überstanden Hans Kahrt und seine Mutter den Terror der Nationalsozialisten. Ohne die Familie Hübner hätte meine Mutter und ich auch nicht überlebt. Meine Mutter ist Volljüdin. Der Vater war evangelisch und mein Vater war auch beim deutschen Heer, ist eingezogen worden. Und als bekannt wurde, dass er mit einer Jüdin verheiratet ist, ist er unehrenhaft entlassen worden. Und er hat also zu meiner Mutter gehalten und ist daraufhin aber ins KZ marschiert. Kurz vor Kriegsende hat er sich da verdünnisieren können. Und ist auch nach Hause gekommen. Von der ganzen Familie sind 50 Personen alle umgebracht worden. Alle. Da ist keiner mehr und ich habe gedacht, es lebt keiner mehr. Doch vor einem halben Jahr klingelte plötzlich sein Telefon. Es meldeten sich entfernte Verwandte aus Australien. Von denen wusste Hans Kahrt bisher nichts. Und plötzlich habe ich wieder eine kleine Familie. Als dann bekannt wurde, dass die hierher kommen und uns treffen wollen, ne? Von da an konnte ich nicht mehr ruhig schlafen. In der Gedenkstätte Stille Helden in Berlin trifft Hans Kahrt bei einer Feierstunde für die mutigen Retter nun auch seine neue australische Familie. Die war bei Nachforschungen zu ihrem Onkel Moritz Mandelkern und seiner Frau Henriette auf ihn gestoßen. Moritz und Henriette Mandelkern überlebten nur dank zwei couragierter Familien, die sie unter größtem Risiko während des Nationalsozialismus versteckten. It's so deeply emotional and it's very inspiring because it completes, if you like, the mystery of what happened to a part of our family during the Holocaust. We knew nothing or very little. Because people didn't speak about it. What we did find out is who were the people who actually helped them to survive, who sheltered them. We felt the need to look further to find out more details, both about our family, but we were so inspired by the people that put their lives at risk in order to save them that we were compelled to find them and to celebrate their heroism. It took us about 6 months to find the Hübners, and it took us 13 months to find the Schwarzes. The Schwarzes we only found 2 months ago. Moritz Mandelkern betrieb eine Schneiderei in Berlin. Als ihn die Gestapo im Dezember 1942 abholen wollte, versteckten ihn seine Nachbarn, Familie Schwarze, in ihrer Dachkammer. Doch selbst deren Nachfahren kannten kaum Hintergründe über die mutige Hilfe ihrer Familie. Umso emotionaler das Treffen in der Gedenkstätte Stille Helden. Zum ersten Mal habe ich erfahren, so 1958, 60 von meiner Mutter, dass meine Großeltern jemanden versteckt haben sollten, aber dass das zu dem Zeitpunkt in der Umgebung üblich war. Und jeder sagte plötzlich, sie haben Juden versteckt gehabt. Da habe ich das nicht geglaubt. Ich dachte, das ist so eine Marotte wie jeder andere Buch, das hat behauptet, weil mehr wusste ich nicht und meine Mutter hat nicht mehr darüber erzählt und ich habe mich auch in dem Alter noch nicht danach gefragt. Als das Haus der Retterfamilie Schwarze 1944 ausgebombt wurde, musste sich Mandelkern ein neues Versteck suchen. Er hat Glück, kommt ebenfalls hier in Groß-Schönebeck bei Familie Hübner unter, sieht hier endlich seine Frau wieder, die Cousine von Hans Kahrts Mutter. Ihre australische Verwandtschaft steht heute zum ersten Mal an dem Ort, wo sich ihre Familie vor dem Naziterror verstecken durfte. Für Hans ist es dagegen ein Wiedersehen nach vielen Jahren. Bei uns waren die
Mandelkerns, das ist eine Schwester gewesen von dem Kaufhaus Leiser, der hier schräg rüber ansässig war. Und wir haben sie dann aufgenommen, etwa so 2 Jahre. Denn sie waren eigentlich vogelfrei in Berlin und wären abgeholt worden, wenn sie sich nicht hier rausgeflüchtet haben, hier zu uns. Und wir haben sie in den beiden Jahren betreut, kann man sagen. Sie waren ja auch schon ein bisschen älter. Tante Henny, habe ich zu ihr gesagt, wurde mir so eingeschärft, sagt Tante, damit keiner auf die Idee kommt, es sind Juden. Denn das geht schnell im Dorf rum, da sind fremde Leute, das wären doch nicht etwa, ja. So wurde das gesagt und wir mussten sagen, das ist unsere Tante. Meine Eltern hatten Angst gehabt, weil da doch irgendwie gequatscht wurde, dass hier irgendwie doch Juden im Haus seien. Da hat meine Mutter gesagt, du, also mir ist ganz, wenn die das jetzt sagen, dann sind wir im KZ. Meine Eltern lebten im Gefahr und da hat immer mein Vater gesagt, wir sind Christen und wir haben Freundschaft zu halten und wir haben uns so zu benehmen, wie ein ordentlicher Mensch zu seinem Nächsten sein soll. So hat er uns das weiß gemacht.